Mein Name ist Uwe Gronau, bin gebürtig aus Düsseldorf und bin im Jahre 1964 mit meinen Eltern nach Bochum gezogen und lebe seitdem hier in diesem wunderschönen Haus am Wald. Ich komponiere viel, das heißt, ich habe so eine besondere Neigung zum Improvisieren. Das habe ich auch an der Uni ziemlich intensiv verfolgt und studiert. Also die freie Improvisation macht mir besonders viel Spaß. Ich habe in verschiedenen Bands gespielt hier in Bocholt. In einer relativ erfolgreichen Band namens Sternberg. Die hat damals viele Preise bekommen. Einen Live-Mitschnitt vom WDR Ü-Wagen geschenkt bekommen. Also das war der erste Preis bei dem Stadtmusikfestival in Münster im Jofel Cinema. Irgendwann habe ich dann auch für andere Leute komponiert. Unter anderem ist da ein Song entstanden für Sandra und Michael Cretu. Der war ziemlich erfolgreich. Der hieß von unserer Gruppe produziert Trenchcoat Man und von Sandra produziert Secretland. Ja, das ist eine sehr ruhige und besänftigende Musik und ich kriege von den Zuhörern immer gesagt, dass sie die Musik sehr gerne hören, um sich zu entspannen. Und bei dem Festival in New Orleans habe ich da deswegen auch die Nominierung bekommen für das beste Chill-Out Album. Und die Stücke, die mit Gesang komponiert sind, erinnern in manchen Bereichen, so wie ich gerade schon gesagt habe, an Peter Gabriel, der bekannt ist als Sänger von den damaligen Genesis, oder Phil Collins, um einen Vergleich zu wagen. Aber ich glaube doch, dass ich eine eigene Nische, eine eigene Musik gefunden habe, an der man mich auch immer wieder erkennen würde. Ja, jetzt habe ich mich auf die Schreiberei konzentriert. Ich habe jetzt drei Bücher in kurzer Zeit herausgebracht, drei Kurzgeschichtenbände und einen Roman. Darüber hinaus kommt meine Musik in den USA ganz gut an. Ich habe da jetzt einen Manager, der vor allen Dingen im Gebiet New Orleans viel Werbung für mich macht. Und es kann sein, dass wir im nächsten Sommer da eine kleine Club-Tournee veranstalten. Ja, also das Bücherschreiben werde ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich arbeite gerade an dem nächsten Kurzgeschichtenbuch und parallel dazu auch an einem Roman. Und weiterhin diese Sache da in Amerika verfolgen. Bin da in dieser Familie in New Orleans quasi aufgenommen worden und von da aus wollen wir versuchen, die Musik weiterhin bekannt zu machen.